Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute schauen wir mal in ein Online-Marketing-Unternehmen hinein. Das war schon im Online-Marketing, wollte aber verstärkt ausbauen und hat mit einer bisher kleineren Mannschaft gearbeitet, so mit 4 Vollzeit- und Halbzeitkraft. Kapitalbedarf ist 1,2 Millionen Euro und das alles in nicht haptische Elemente, soll heißen, kein Gebäude, kein Fahrzeug, keine Hardware, die war alles schon da, so PC, Tische, Schreibtisch, der gesamte Geschäftsbetrieb war schon seit Jahren eingerichtet. Und es ging einfach auf Wachstumskurs. Das heißt, es sollte mehr an Marketingkosten aktiviert werden, um mehr Kunden zu erreichen und mehr Interessenten und daraus einen Kunden zu machen. Dafür braucht es aber auch mehr an Personal und es mussten noch ein paar neue Produkte in digitaler Form erarbeitet werden. Und das Ganze, die ganze Story und wie das sich zusammengesetzt hat mit der Förderung, das schauen wir uns gleich an. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Und wie gesagt, die Summe ist 1,2 Millionen Euro. Und nichts von diesen Investitionspositionen konnte seitens der Bank quasi als Sicherheit angesehen werden. Warum? Wenn die Werbung geschaltet ist bei Facebook, LinkedIn oder TikTok oder Xing oder so anziges, dann ist sie ja weg. Also das Geld ist dann ja weg. Das würde man nicht wie bei einem Haus irgendwie sich in eine Grundschuld eintragen lassen können, sondern muss einfach tipptopp ein Konzept sein. Und dementsprechend war das hier auch sehr, sehr quasi kompliziert, das herzustellen. Und ich sage das deswegen gleich vorab, weil ich nicht denke, das ist alles ganz lässig da und so. Nee, das war ein sehr, sehr einfacher Fall, aber sehr komplex, um es einer Förderstelle, der Hausbank, der Wirtschaftsbank und noch zwei weiteren Förderstellen überhaupt so präsent aufzusetzen, dass alle das Gleiche verstehen, dass alle die gleichen Risiken auch einwerten können und dass in diesem Fall der Unternehmer selber auch die Chance hat, das so umzusetzen, wie es dann mal geplant wurde, damit es auch dementsprechend an den Kennzahlen weitergeführt werden kann und auch die ganzen beteiligten Banken und Förderstellen nachher im weiteren Verlauf, also wenn das Geld dann geflossen ist, auch den Fortschritt so sehen, wie er mal geplant war. Jetzt fragen Sie wahrscheinlich so 1,2 Millionen Euro. Wofür ist das? Ich habe gelernt oder einige haben es vielleicht auch schon gehört. Also Sie haben es vielleicht so gehört, ich nicht, aber naja, da brauchen wir ja oben nur mehr Geld reinpacken bei Facebook, dann kommen auch unten mehr Interessenten raus. Naja, das ist ja noch nicht so, denn das wäre ja einfach. Und es wäre zwar schön, aber so funktioniert der Spaß ja nicht mit Funnelaufbau und so, das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber entscheidend ist ja auch, dass die richtigen Worte, die richtigen Bilder, dass die richtigen Credentials, also die vertrauensbildenden Maßnahmen und auch eine schon direkte Beziehungsebene aufgebaut werden kann. Und das ist auch schwierig, einer Förderstelle zu erläutern, weil die ist noch ganz stark auch in Offline-Geschäften im Kopf. Das heißt, die denken sich, da wird eine Werbeseite geschaltet, weiß ich, im Handelsblatt oder im Manager-Magazin oder in der Handwerkszeitung oder im regionalen Blatt oder was ich in der FAZ. Und dann kommt deine Telefonnummer und rufen alle an. Das ist natürlich nicht so. Ne? Warum? Wenn der Bedarf zum falschen Zeitpunkt artikuliert wird, geht der Interessent bei Ihnen halt einfach vorbei. Das heißt, im Vorfeld musste aus den bestehenden Kunden des Unternehmers erstmal herausgefiltert werden, welche Kunden will der eigentlich in späterer Form ansprechen, um dann mit diesen Kunden die gewünschten Erträge für sich zu gewinnen und für sein Team und gleichzeitig aber auch die Kunden erfolgreich zu machen, denn nur erfolgreiche Kunden können denn dementsprechend ja auch als Referenz gelten und die braucht man da auch, man braucht eine sehr starke vertrauensbildende Maßnahme, wenn man über Jahre planen will. Es gibt ja viele im Online-Marketing, die machen dann mal so eine heiße Rakete und sagen, hier, ich hau mal da 50.000, 60.000 Euro raus und dann machen die vielleicht auch noch 200 und dann kommt die Steuer, ist die Hälfte wieder weg und so. Die haben einfach keine Langfristplanung. Und wovon ich hier rede, ist von einem seriösen Anbieter im Online-Marketing, der als Kernleistung hat das Coaching mit seinem Team zusammen für Geschäftsleute, also für B2B, keine Endverbraucher. Und hat ein Spezialgebiet. Ich sage das jetzt auch nicht, damit Sie das auch nicht irgendwie zuordnen können, sondern das hat vorher schon immer in Hotels geklappt, hat auch Online-Seminare gemacht, hatte auch so eine Masterclass, hatte sogar so ein Bootcamp, hatte also alles, was man so kennt im Online-Marketing, um mit Kunden in eine Beziehungssphäre aufzublühen quasi, das war alles schon vorhanden. Aber der war halt auch so schlau und hat selber festgestellt,
Wenn ich nicht jetzt einmal richtig Gas gebe, in Form von, ich mach mal richtig Geld in den Markt, dann wachse ich zwar linear weiter, aber es dauert ewig. Und der Vorteil, dass wir jetzt hier von 1,2 Millionen Gesamtfinanzierung reden und mit der Wirkung, was war da geplant? Es war geplant, quasi sich ein, zwei Jahre zu beschleunigen, um damit einen Sprung zu machen. Ein Sprung in der Teammenge, ein Sprung in der Kundenmenge, ein Sprung auch in den Umsätzen und ein Sprung auch in den Erträgen. Und die 1,2 Millionen setzen sich, und dann merken sie auch, wo das hingehen soll, wie folgt zusammen. Es sollte noch ein Produkt entwickelt werden, also was Neuartiges, was es so vorher technisch noch nicht gegeben hatte. Da kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau was zu sagen, da würden Sie wissen, wer das ist. Und dementsprechend, da bei uns sehr viel Vertrauen herrscht, sage ich das jetzt nicht. Aber das werden Sie auch öfter sehen oder auch Referenzen bei uns auf den Webseiten. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir hier ein Personalkostengefüge hatten von, für dieses neue Produkt, 200.000 Euro. Jetzt ein erster großer, sag mal, Tipp für Sie. In den meisten Förderprogrammen, die zum Thema neue Produkte, neue Digitalisierungsstrecken, neue Entwicklungen, Innovationsansätze haben, also was vorher nicht da war, ist die Kalkulation wie folgt. Man plant ein Projekt, hat eine gewisse Laufzeit von Monaten, hat eine gewisse Menge an Personal, das multipliziert miteinander, gibt eine gewisse Personalkostenstruktur für dieses einzelne Projekt. Nicht für alle Mitarbeiter, sondern für die, die an dem Projekt arbeiten. Und in diesem Projekt haben wir das wie folgt gemacht. Die Personalkosten waren 200.000 Euro und dann gibt die Förderschule eine Art Gemeinkostenzuschlag drauf von der gleichen Summe, sind 400.000 Euro und davon wurden dann in diesem Fall 40% gefördert. Das heißt 160.000 Euro. Die eigentlichen Personalkosten sind auch nur 200. Also das ist natürlich ein riesen Liquiditätsvorsprung für dieses Unternehmen. Ich mache nochmal eine Anrechnung auf. Im Normalfall ohne Förderung hätte dieser Unternehmer die 200.000 Euro sowieso bezahlt, wollte ja Personal einstellen, das neu entwickeln lassen und hätte die halt eins normal aus dem Cashflow bezahlt. Also sind Personalkosten, das ist nichts Ungewöhnliches, das ist normal. In diesem Fall hat er aber vorher einen Antrag gestellt, hat vorher sich einen Plan gemacht, was da passieren soll in seinem Unternehmen als Projekt für eine Neuentwicklung. Und mit der Antragstellung gibt es dann nicht nur die Personalkostendarstellung, sondern eine Art Gemeinkostenzuschlag. Dann gibt es noch so einen Materialzuschlag und sowas. Und so kommt diese hohe Förderung eigentlich zustande. Wenn dieser Unternehmer das also nicht gemacht hätte, hätte er auf ungefähr 160.000 Euro, also gleicher Betrag ungefähr, verzichtet, weil er ihn vorher nicht beantragt hätte. Und das ist ein Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Das heißt, das Risiko, was mit der Entwicklung einhergeht, und da muss ein Risiko her, sonst gibt es keine Förderung, für diesen einen Teilbereich, das wird kompensiert durch den Zuschuss. Ich sage das so im Detail, damit Sie merken, hätte er diesen Antrag nicht gestellt, wären 160.000 Euro weg gewesen, weil er sie nicht beantragt hat. Aber wiederum, vor der Beantragung von diesem Förderprogramm brauchte es eine Durchfinanzierung für die Gesamtsumme. Und die Gesamtsumme ist 1,2 Millionen Euro. Warum, sagen Sie, wo ist das so? Die Förderschule mit dem Zuschuss will eine Durchfinanzierungsbestätigung aus dem Unternehmen haben, entweder durch Finanzierungsbank oder durch eine Cashflow-Bestätigung vom Steuerberater oder vom Wirtschaftsprüfer. Die geben gar keinen Zuschuss, wenn die nicht sicher sind, dass das Geld auch dementsprechend da vorliegen kann zu dem richtigen Zeitpunkt. Das heißt, man braucht vorher einen Nachweis, dass entsprechend Geld auch im Unternehmen vorhanden ist. Somit merken Sie schon, dieses Förderprogramm ist jetzt, also diese Konstellation ist nicht vergleichbar mit einem, ich sag mal, ich fange mal als One-Man-Show an und plane mal 1,2 Millionen Euro. Das wird von uns auch nicht begleitet, weil da keine Substanz vorhanden ist, wo man schon einer Förderschule beweisen kann, okay, das hat schon funktioniert, der macht vielleicht schon 1 Million Euro Umsatz oder 800.000 oder 2 Millionen, je nachdem, wie groß das Unternehmen dann ist, hat vielleicht schon ein Team von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mann, je nachdem, wie groß der das auch machen muss. Und dementsprechend brauchen Sie immer eine, sogenannte, ein Kellergeschoss, wo quasi das Unternehmen schon lebt. Das ist nichts für, ich mache mich jetzt selbstständig, hole mir mal 1,2 Millionen und dann werde ich hier im Online-Marketing der Oberspitzel und oder Oberspezi, nicht Spitzel, denn dementsprechend sind Sie auch der super Mentor, der super Coach. Das können Sie alle so nicht umsetzen, weil Sie ja, weil das die ganze Facebook, dieser ganze Kostenbereich ist ja nicht haptisch, habe ich schon gesagt. Das kann man nicht als Sicherheit darstellen. Das heißt, das ist ein Höchstrisiko für die Bank und da zählt einfach das bisherige Geschäftskonzept. Das ist in der Summe aus dem Stand für eine Gründung eher unwahrscheinlich. Aber nächster Punkt. Also haben wir schon mal das Thema mit dem Zuschuss, aber vorher muss die Durchfinanzierung gestanden haben. Haben wir auch geschafft. Das hat am längsten gedauert. Warum? Wir mussten die Bürgschaftsbank erst überzeugen durch eine Extra-Präsentation. Dann haben wir 3 Banken, mit denen er sonst vorher gearbeitet hat, angesprochen. Und dann haben wir nochmal 3 Banken aus dem deutschen Grenzgebiet herausgekommen, also aus dem gesamtdeutschen Bereich, weil wir nicht mehr mit den regionalen Banken arbeiten konnten.
Die hatten da keinen Bock drauf. Da haben wir alles probiert und ich sage Ihnen das auch so offen, wie es war. Die haben das einfach nicht verstanden. Wir haben in verschiedenen Plänen das dargestellt. Wir haben Grafiken gemalt, also malen lassen, also hier erstellen lassen. Wir haben sogar eine Videodokumentation gemacht. Wir haben Referenzen gezeigt. Wir haben Erfolgsparameter gezeigt. Es war alles vorhanden. Also Vertrauen im Markt war vorhanden. Referenzen waren vorhanden. Begleitschreiben waren vorhanden. Empfehlungsschreiben, nächste Auflagentrage war vorhanden. Also die Aussicht auf mehr Umsatz und mehr Ertrag war alles vorhanden. Alles, auch nicht nur theoretisch, sondern da waren auch schon Aufträge wiederum von anderen Kunden dargestellt. Also es war alles perfekt vorhanden. Auch von diesem Unternehmen, nicht nur von uns, wir sind nur ein Teil des Ganzen, aber damit sie nicht mal denken, ja, es ist immer alles so easy hier, sag ich, nee, das war mega harte Arbeit, dann eine Bank zu bekommen, die dann wieder überregional finanziert hatte. Aber diese Bank, mit der hatten wir vorher schon im Online-Marketing gute Erfolge mit einem anderen Projekt gemacht, und deswegen hat die Bank gesagt, okay, das haben sie vor 3 Jahren schon mal erfolgreich gemacht. Dann machen wir nochmal überregional. Dann mussten die sich wieder eine extra Kreditabteilung da mal rückversichern. Dann ging die ganze Prüfung nochmal von vorne los, weil diese neue Bank hatte ja keine Kredithistorie von unserem Kunden. Da war der ja Neukunde. Das ist auch wieder locker 3-4 Wochen ins Land gegangen. Das hat also fast hier ein halbes Jahr gedauert, um das so hinzustellen, dass dann auch die richtigen Konditionen mit der richtigen Finanzierung waren. Also, ich fasse mal nochmal zusammen. 1,2 Millionen wollten wir haben. Das ist die Durchfinanzierung für alles. Dann gab es da drin einen Zuschuss von 200.000 Euro und in den 1,2 Millionen ohne den Zuschuss sind 800.000 Euro für Facebook-Ads, Instagram-Ads, für eine Videoproduktion, für eine Hotelserie an 5 Standorten, also an 5 Offline-Veranstaltungen, auf die diese Facebook-Werbung lief. Dort wurden die Interessenten hin eingeladen. Da wurde dementsprechend fast 4 Tage lang, also 3,5, auch verschiedene Themen gestaltet. Da konnten die Kunden, also die Kunden aus diesem Ticketverkauf Fragen stellen. Da kamen auch wieder Umsätze aus den Ticketverkäufen zurück. Aber natürlich bei weitem nicht das, was vorne da an Mega-Werbung gemacht wurde. Und in diesem Fall hat sie das eben nicht vorne getragen, sondern das brauchte halt eine Zeit, bis aus den akquirierten Interessenten Kunden wurden, aus den Kunden dann größere Kunden. Und deswegen brauchte man auch dieses Geld. Es diente quasi eigentlich einzig und alleine der Vorfinanzierung von circa 1 Jahr. Warum? Der laufende Betrieb des Unternehmens mit der geplanten Kosten- und Investitionsbelastung wäre ungefähr 1 Jahr voll im Minus reingerammt. Und das hätte ja keine Bank mitgemacht, weil es ja nicht erlaubter Kreditrahmen war. Deswegen haben wir vorher die Kreditsumme besorgt in Form der Beschaffung von der Beratung durch uns. Der Kunde hatte dann diese 1,2 Millionen, konnte damit auch dementsprechend diese 800.000 Euro schon zeigen und sagen, okay, das kann ich jetzt in Werbung investieren. Der war also 1 Jahr sicher und konnte sich auf das konzentrieren, was er am besten kann. Und zwar mit den Interessenten so reden, dass die auch verstehen, dass das eine super Dienstleistung ist. Das ist ja immer ein großes Thema, Kommunikation. Und wenn das nicht richtig funktioniert, weil man irgendwie belastet ist, weil das Geld irgendwie zu knapp ist, die Liquidität irgendwie knapp ist, dann verliert man ja auch manchmal Interessenten. Dann werden die ihm keine Kunden. Also, 1,2 Millionen insgesamt, 800.000 Euro zahlen sich zusammen aus diesem Projekt Neuentwicklung, 600.000 zusammengezogen mit den beiden Summen aus Werbung in Social Media plus Hotelkosten, pauschalen Vorfinanzierung plus noch ein Dienstleister für Veranstaltungen. Warum? Naja, man braucht ja nicht selber eine riesen Leinwand kaufen von, was ich, 6x8 Meter oder eine Lautsprecheranlage, die ein halbes Stadion beschallen kann. Dafür gibt es ja Dienstleister. Aber die kosten auch mal schnell pro Veranstaltung 30, 40, 50, 60.000 Euro. Und wenn Sie sagen, Sie wollen 5 Standorte fahren, dann ist das mal schnell 250.000 quasi front up Cash. Oder auf jeden Fall eine Sicherheit, dass Sie es auch bezahlen können. Weil der Eventveranstalter will ja auch eine Sicherheit haben, dass dann der Termin auch steht. Und so kommen die ganzen Finanzpositionen so zusammen, dass man das als Alleiniger gar nicht so stemmen kann. Das ist auch schade so, aber das hat natürlich auch etwas mit Wirtschaftlichkeit und Sicherheiten zu tun und Risiko. Also es braucht schon eine gewisse Substanz, die erfolgreich war. Das will ich hier ganz besonders herausstellen. Also dieser Unternehmer war schon erfolgreich und hat dann dementsprechend darauf aufgebaut. Ohne den vergangenen Erfolg hätten wir das Projekt noch gar nicht angenommen. Warum? Das ist dann nicht stabil. Das hätten wir bei keiner Bank dann durchbekommen. Und selbst bei diesem Fall hatten wir, deswegen bin ich auch so offen, mega Arbeit, das auch so durchzusetzen, dass die Bank das zu guten Konditionen finanziert. So, dann haben wir also die 200.000 aus dem Neuprogramm, 600.000 aus dem quasi Marketing- und Werbebudget. Und dann werden Sie feststellen, dann fehlen noch 400. Und das waren die Personalkosten
der Mitarbeiter, die nicht an der Neuentwicklung des neuen Projektes zur Verfügung gestanden haben, sondern das waren die, die quasi Office gemacht haben, interner Vertrieb gemacht haben, Seitenakquise, also neben Kundenakquise auch noch eine Seitenakquise von neuen Interessenten, die Location Scouting vorgemacht haben, die mit der Teamentwicklung allgemein auch in den sozialen Medien beschäftigt waren. Es braucht ja jemand, der das Ganze auch vom PR-Bereich begleitet. Und das war bis zu diesem neuen Projektstart 400.000 Euro. Das ist natürlich eine ganze Menge Geld. Und da merken Sie schon, okay, A, wollen das gar nicht so viele investieren, denen ist die siebenstellige Zahl schon zu groß, und andere wiederum haben gar nicht den Zugriff auf die richtigen Mitarbeiter in der richtigen Form und Fassung und Zeit, um das dann in das Unternehmen auch zu integrieren. Da muss also schon ganz viel Vorarbeit geleistet sein. Sie merken, es ist ganz offen, das fällt nicht vom Himmel. Da muss sehr viel extrem parallel bearbeitet werden, um das Ganze ja immer unter dem Vorbehalt der Durchfinanzierung. Da ist also sehr viel Spannung auf so einem Projekt auch drauf. Aber wenn man das richtig umsetzt, von der Planung her und von der Kommunikation her, dann geht sowas auch. Nicht nur einmal, sondern schon dutzende Male. Aber es ist halt Arbeit und dazu gehört es zu einer offenen Kommunikation, sonst wird der ganze Spaß nichts. So wurden quasi 1,2 Millionen durchfinanziert. Ich wiederhole nochmal, 200.000 Euro plus 200.000 Euro Zuschuss für eine neue Projektentwicklung, davon waren 200.000 Zuschuss. 600.000 Euro in Social-Media-Werbung, Hotel, Veranstalter und all dieser drumherum, sag mal Zirkus in Anführungsstrichen, der überhaupt wichtig ist, um dann Interessenten für sich zu gewinnen. Und dann noch 400.000 Euro für die quasi Personalkosten, die in dieser Zeit des Aufbaus diesen gesamten Liquiditätsbereich so nach oben gedrückt haben, um dann bis zum Break-Even wieder zurückzukommen. Und so setzen sich 1,2 Millionen zusammen. Das mal als auch ein schwieriger Fall. Schwierig nicht in Form von unmöglich, sondern schwierig einfach von Intensität im Projekt zu arbeiten. Und das für ein nicht haptisches Element, weil es gibt 1,2 Millionen, da hören sich vielleicht einige Zuhörer jetzt an und sagen, Mensch, da will ich ein Haus für kaufen und vermieten. Oder zwei Häuser kaufen und vermieten. Oder wenn sie weiter weg wohnen, drei Häuser kaufen oder bauen und vermieten. Bei 1,2 Millionen, das ist auch schon mal eine Mark. Deswegen ist der Plan auch so wichtig, was soll mit den 1,2 Millionen passieren? Und in diesem Fall war es so, dass die nächsten Jahre eine Umsatzentwicklung plus 50% bei jedem der nächsten drei Jahre dargestellt wurde. Und das ist natürlich dann schon eine ganz andere Umsatzzahl, eine ganz andere Gewinnzahl. Das hätte man mit den Häusern gar nicht geschafft, wenn man es mal so vergleichen würde. Also das ist auch mal ein Unterschied zu merken, okay, einige wollen halt in Business investieren und einige wollen halt in Immobilien investieren. Das hier war jetzt eine Folge für, ich investiere mal in Wachstum in mein Business als Unternehmer, im, sagen wir quasi mal Online und Coaching und Business Marketing, die sagen, okay, ich will da was Großes draus machen und dann bin ich auch bereit für einen harten Weg zu gehen, um dann auch mal durchzustarten und sagen, ich hebe mich mal von der Masse ab. Ich bin sichtbarer, ich bin erfolgreicher, habe selber sehr viele Trainings selber beritten. Das heißt also, der hat selber sich fortgebildet und ist deswegen auch erfolgreicher. Also, Sie merken, ganz komplexe Nummer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und soll auch einen Impuls liefern, dass Sie sagen, okay, ich habe auch so einen komplexen Fall. Ich wusste nicht, dass es dafür Lösungen gibt. Da rufe ich mal an. Das soll es auch hierfür quasi eine Landebahn geben, dass Sie sich nicht abschrecken lassen von anderen, die sagen, ja, das ist alles so kompliziert. Es ist nicht kompliziert, wenn man das richtig vorher durchdenkt. Es mag intensiv sein. Es mag anstrengend sein. Aber kompliziert ist nicht meine Mars-Mission. Da wird alles vorher mit Checklisten gearbeitet. Und wenn es uns schon gelingt, zum Mars zur Vorbereitung zu fliegen oder auf den Mond zu fliegen oder wenn, wie jetzt so ein SpaceX oder wie verschiedene andere Weltraum quasi Entrepreneure, kann man schon fast sagen, den Weltraumtourismus eröffnet haben, wenn wir das schaffen, dann sollten wir auch solche Sachen wie nicht-haptische Wachstumsprognosen in den Griff bekommen. Ich glaube, das ist nicht schwerer als so eine Weltraummission. Also lassen Sie sich nicht abschrecken, machen Sie Ihren Weg weiter, denken Sie Ihre Ideen größer und reden Sie mit den Menschen, die schon andere große Projekte umgesetzt haben und lassen sich von nichts zurückhalten, mal ein richtig cooles Projekt auf die Beine zu stellen. Warum? Es geht ja um Ihre Zukunft, um Ihre persönliche Zukunft und das, was Sie quasi für sich und Ihr Leben und für Ihre Familie, für Ihre Kinder dann auch bewirken wollen. Also, das zu dieser Podcast-Folge. Ich weiß, das ist vielleicht für einige zu groß, für einige auch zu klein. Es soll aber nur den Tatbestand darstellen, dass selbst wenn es so komplex ist, es Lösungen gibt. Und wenn Sie wissen wollen, rufen Sie die hier gerne an. Wir erzählen was darüber und wenn es Ihnen gefällt, dann arbeiten wir ein Stück zusammen. Und dann sind wir dankbar, dass Sie mit uns reden wollen. Warum? Das macht uns einen Heidenspaß, solche Sachen umzusetzen, weil es einfach cool ist, die Welt ein bisschen besser zu machen. Also, bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge.
Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!